15. März 2018 in Berlin. Das Tabakforum vergibt abermals, und zwar zum 41. Mal, den Titel des Pfeifenrauchers des Jahres. Die Tabakbranche lebt, der Tabak gilt weiterhin als weltweiter Genuss und eine Pfeife mit einem wunderschönen Tabak in einer gemütlichen Atmosphäre. Das ist das, mit dem viele Menschen sich identifizieren. Wir haben heute Gesprächspartner hier und wir haben natürlich auch den Pfeifenraucher des Jahres. Besser gesagt, die Pfeifenraucherin des Jahres. Seien Sie gespannt. Im Tabakforum geehrt, ein Award der ganz besonderen Art für Sonja Kirschberger, die Pfeifenraucherin des Jahres. Ja, als Sie danach gefragt wurden, ob Sie das machen wollen, was haben Sie da für Gefühle? Ja, ich war überrascht, weil ich ja eigentlich nicht in der Öffentlichkeit Pfeife geraucht habe. Gar nicht, weil ich es verstecken wollte. Vielleicht habe ich das mal gemacht, 10 Jahre, aber nicht mehr in den letzten Jahren. Sondern man hat auch gar nicht die Gelegenheit, auf irgendwelchen Veranstaltungen plötzlich eine Pfeife zu rauchen. Somit, und eine Pfeife raucht man auch nicht einfach vor der Tür mal, wie gerade Uwe erzählt hat. Kein Pfeifenraucher geht im Winter raus und sagt, warte, ich komme gleich, ich rauche mal 15 Minuten meine Pfeife da draußen. Pfeife genießt man. Und ich habe mich sehr gefreut, weil ich ein Genießer bin. Ich bin ein absoluter Genießer. Ich esse gerne, ich liebe gute Weine, ich rauche gerne meine Pfeife. Ich tanze gerne, ich lache gerne, ich habe gerne viele Menschen um mich. Und ich bin ein disziplinierter Mensch. Und ich glaube, das widerspricht sich nicht. Ich glaube, ja. Ist die Pfeife denn für Sie ein Genussmittel, was Sie gerne für sich alleine oder lieber mit Freunden zusammen genießen? Also, ich rauche wahnsinnig gerne die Pfeife für mich alleine. Das ist ein Moment, der nur mir gehört. Wäre ich und bin ich mit anderen Pfeifenrauchern zusammen bei einem Treffen, ist es auch wunderschön. Ich bin aber ein sehr egoistischer Pfeifenraucher, weil ich möchte meine Pfeife nicht rauchen in einem Kreis von Menschen, die keine Pfeife rauchen. Das ist so ein Moment, der stimmt dann für mich nicht. Ich kann es nicht mehr so gut genießen. Das ist nach dem Motto, ich und meine Pfeife, ja?
Wie ist das mit den Pfeifen? Wie viele Pfeifen haben Sie? Wie stopfen Sie die? Und wie kommt man zu einer neuen Pfeife, wenn Sie als Dame in ein Pfeifenfachgeschäft gehen? Nun ja, jetzt habe ich ja heute meine ultimative Pfeife bekommen, glaube ich. Die muss jetzt erstmal richtig schon eingeraucht werden. Ich würde wahnsinnig gerne auch nochmal so Pfeifen. Ich glaube einfach, dass da im Design für Frauen noch Luft nach oben ist. Ich würde wahnsinnig gerne meine Pfeife designen. Also sagen wir mal so, wahnsinnig gerne. Das denke ich sehr, sehr oft. Auf der anderen Seite, die Pfeifen, die ich habe, die liegen unterschiedlich in der Hand, sind unterschiedliche Pfeifen. Und machen mir immer gleich viel Freude. Das Design ist nur etwas, was für den Look mir Spaß machen würde. Aber von der Freude, eine Pfeife, die gut in der Hand liegt, ist einfach das Optimum. Schöner Handschmeichler, ja? Ein Handschmeichler, ja. Ja, also da wünsche ich noch viele schöne Genussmomente mit Ihren Pfeifen. Und ich wünsche unseren Zuschauern, dass wir beide das jetzt rüberbekommen, dass Sie so eine kleine Missionarin in dieser Hinsicht sind. Mädels, nehmt euch mal eine schöne Pfeife, zieht euch zurück, schönes Buch, schöner Rotwein und ja, und dann sehen wir uns wieder. Ja, freue mich darauf. Okay, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr Gute gerne. Zeit für Sie. Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen. Jeder Verband hat natürlich auch einen Verbandsgeschäftsführer, sogar einen Hauptgeschäftsführer. Beim Verband Rauchtabak ist das der Herr von Förster. Und Herr von Förster hat hier heute einen wunderbaren Abend auf die Beine stellen lassen und natürlich mitinitiiert. Eine sehr tolle Rede hier gehalten. Das heißt also, den Anspruch der Pfeife und des Tabaks mal wieder wirklich in den richtigen Rahmen gesetzt. Pfeifflower des Jahres, seit vielen Jahren, jetzt in diesem Jahr zum 41. Mal vom Tabakforum ausgelobt. Was ist das öffentliche Ziel dieses Events? Es ist erstmal herzlichen Dank für die lobenden Worte, für diese Ausrichtung des heutigen Veranstaltung. Es ist im Grunde genommen für uns eigentlich ein Mosaik von vielen Ideen, wie kriegen wir wieder Rauchen salonfähig? Wie kriegen wir das Thema des Genussrauchens auf eine Ebene gehoben, dass wir auch öffentlich wieder darüber diskutieren und sprechen dürfen? Uwe Ochsenknecke hat es ja gesagt in seiner Rede, dass man eigentlich keinen mehr sieht, der tatsächlich auch zugibt, dass er raucht. So, und das ist so ein bisschen insbesondere für uns das Thema, dass wir das nicht nur als Rauchen, sondern wir wollen es eigentlich mit Rücksicht. Wir wollen rücksichtsvolles Verhalten von Rauchern mit Nichtrauchern auf eine Ebene bringen, dass beide Parteien wieder miteinander reden, auch wenn der eine raucht und der andere nicht raucht. Nun unterstützen Sie mit dieser Aktivität ja zwei Linien. Auf der einen Seite den Tabakwarenfachhandel, der ja die Pfeife verkaufen darf, und dann den Endverbraucher, den neuen Konsumenten oder den bestehenden Pfeifenraucher. Der Fachhandel braucht ja auch diese Motivation, diese Missionare, die sich noch um die Pfeife kümmern. Sehen Sie sich als Verband in dieser Position? Also wir sehen uns natürlich beiderseits, wobei wir grundsätzlich Tabakforum als auch als Verband der Rauchtabakindustrie vorrangig unseren Herstellern verpflichtet sehen. Das heißt, wenn natürlich keiner Tabak kauft, dann werden wir auch keinen Tabak mehr herstellen können. Das ist vorrangig unser Ziel, die Hersteller zu unterstützen. Und die tragen ja auch im Wesentlichen natürlich im Hintergrund diese Veranstaltung und promoten sie. Ja, also so eine Veranstaltung bringt Öffentlichkeitsarbeit, bringt gegebenenfalls neue Menschen, die sich mit dem Tabak infizieren und die sich mit dem nicht nur identifizieren, sondern auch Fragen stellen. Die Frage stellt man am besten wo? Die Fragen stellt man natürlich uns, wenn es ums Rauchen geht. Aber wir wollen ja nicht einfach nur das Rauchen, sondern für uns steht ja vorrangig der Genuss. So, das heißt, gerade in der Diskussion um neue Produkte ist für uns eigentlich vorrangig, dass wir eigentlich trotzdem darauf hinweisen, dass ich mich genussvoll und mit dem Tabak, mit dem Produkt Pfeife auseinandersetze und mich darauf konzentriere, und daraus entwickelt sich eigentlich eine Einheit. Dann hoffen wir doch mal, dass diese Worte dort ankommen, wo sie ankommen sollten, und dass wir natürlich mit Genuss
und ein Wohlfühlmoment erleben dürfen. Und nicht nur wir zwei, sondern wirklich viele Menschen dazu. Und da wünsche ich mir, dass natürlich unsere Tabakwarenfachhändler nochmal neuen Schub kriegen, nochmal neue Fragen an die Hersteller und Importeure stellen und sich mutig machen, um einfach neue Produkte aufzunehmen und diese Produkte auch ihren Konsumenten anzubieten. Tabak ist doch so ein wunderschönes Produkt. Tabak ist ein altes Produkt, es hat Kulturcharakter. Und wenn wir wissen, dass wir ja eigentlich in Deutschland immer auch ein Kulturtabakland sind, denke ich, dass das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist. Und gerade in der Genussecke, dazu gehört Pfeife, da gehört eine Zigarre oder auch ein Zigarillo dazu. Das sind natürlich Themen, die, glaube ich, auch wenn wir einen Rückgang generell im Raucherbereich haben, dieses Thema wird nicht sterben. Da wünschen wir Ihren Partnern in diesem Verband und im Tabakforum viele Genussmomente, wenn die Kasse stimmt. Genau. Danke. Danke. Tabakforum Berlin am 15. März 2018. Ich spreche auch mit Alexander Eckert, dem Geschäftsführer der Firma Faun. Ja, da muss ich ganz schön weit reisen nach Berlin, um den Herrn Eckert zu sprechen. Herr Eckert, Sie sind heute hier, um einfach mitzuerleben, was die Pfeife, denn die Tabakpfeife im Umfeld dieses Events nach draußen transportieren kann. Das ist richtig. Ich finde einfach, wenn eine Schauspielerin wie diese Frau Kirchberger sich öffentlich küren lässt zur Pfeifenraucherin des Jahres, dann ist das ihr erstmal sehr hoch anzurechnen. Denn es ist ja nicht so ganz einfach, in unserer Männerwelt, in der Pfeifenwelt, als Frau sich aufs Podium zu stellen. Und sie hat es sehr, sehr nett gemacht. Und ich finde, sie hat was ganz Wichtiges gesagt. Sie steht zu ihrer Leidenschaft. Und sie trägt die auch nach außen hin. Sie versteckt sich nicht. Das ist ein wunderbares Lebensmotto. Sehr schön. Also der Genuss um die Pfeife, das hat sie mir auch im Interview gesagt. Sie ist ein Genussmensch und die Pfeife gehört für sie zum Genuss dazu. Dieser Wohlfühlmoment, sich mit der Pfeife auch zu beschäftigen. Ja. Und davon brauchen wir noch ein paar mehr Missionäre, ne? Da brauchen wir sehr viel mehr, die das Rückgrat haben, sich hinzustellen und sagen, ich genieße das, ich habe Lust drauf, ich mache das gerne. Und warum soll ich das nicht in der Öffentlichkeit zeigen? Das ist prima. Und solche Botschafter, die brauchen wir. Die Botschafter brauchen wir auch aus der Männerwelt. Nur haben wir eigentlich auch da wenig Leute, die sich immer nach vorne bewegen, die sagen, okay, ich bin mit 100%iger Einstellung ein Pfeifenraucher. Muss man überall rauskitzeln, ne? Ja, das muss man ein bisschen rauskitzeln. Und dazu dient so eine Veranstaltung ganz hervorragend. Weil derjenige, der sich bisher versteckt hat, der sagt, ach, guck mal, die Frau Kirchberger. Da ist die im Fernsehen und sagt, jawohl, ich stehe zu meinem Genuss, ob das jetzt der Genuss in Mallorca zu leben ist oder ein eigenes Restaurant zu führen, was ihr alles macht, oder Schauspielerei oder eben Rauchen. Das finde ich wunderbar. So sollten wir eigentlich alle uns nach außen hin zeigen. Ja, wir leiden ja darunter, dass auch in den Filmen, in denen früher der Kommissar die Pfeife rauchen durfte oder der intelligente Schriftsteller sein Buch vor sich liegen hatte mit einer Pfeife, das fehlt uns ja, es wird nicht mehr rüber transportiert, ja, es wird geschnitten, man nimmt es raus, man will uns gar nicht mehr mit solchen Produkten sehen. Und da ist es schön, wenn sich solche Menschen dann doch in der Öffentlichkeit damit so darstellen. Also wenn ich die amerikanischen Filme ansehe, wo man mühevoll die rauchenden Menschen ummodelliert hat in Nichtrauchende, dann ist das einfach ein, und das ist das Verstecken, was ich vorhin schon gemeint habe. Das ist unehrlich und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Nein, also ich habe das auch bei mir erlebt. Ich bin ja zum Pfeifenrauchen gekommen, weil die Kollegen in einer Redaktion alle Pfeifenraucher waren und weil die schlauen Kommissare auch alle in der Zeit Pfeife geraucht haben. Das waren Vorbilder. Ja. Und wir brauchen Vorbilder. Jeder braucht Vorbilder. Vollkommen richtig. Wir brauchen Vorbilder. Also wir haben heute ein Vorbild gefunden. Das haben wir. Eine sehr charmante Frau, die sich eben für diese Kür hier zur Verfügung stellt. Fand ich wunderbar. Dann bauen wir darauf auf. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Eckert. Das machen wir. Vielen Dank auch. Vertreten ist der Verband Rauchtabak auch durch ein Vorstandsmitglied und natürlich ein Geschäftsführer eines großen Unternehmens dieser Branche. Und das Scandinavian Tobacco Group, da habe ich hier den Geschäftsführer Herrn Haas im Gespräch.
Sie haben eine wunderbare Ansprache heute hier gehalten, die so die Motivation für die Freihilfe, für das Genussrauchen hier initiiert hat. Aber jetzt sind das hier alles Insider. Wie kriegen wir das nach draußen? Ja, also Rauchen steht für Genuss. Viele Produkte im Rauchen stehen für Genuss und speziell die Pfeife steht für Genuss. Man muss es zelebrieren, eine Pfeife zu stopfen, sie gemütlich zu rauchen. Es wurde heute erwähnt, man muss die Pfeife immer im Auge behalten. Und das ist ein gewisses Ritual, was eindeutig für Genuss steht, wie wenn man ein Fünf-Gänge-Menü zelebriert. Glauben Sie, dass wir durch solche Veranstaltungen diesen Multiplikatoreffekt nach draußen bringen, dass wir neue Menschen, junge Menschen vielleicht sogar auch zur Pfeife rauchen finden? Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir mit dieser Veranstaltung durchaus eine gewisse Visibilitätsstärke erreichen, indem wir auch den Pfeifenraucher und in dem Fall die Pfeifenraucherin, wo ich sehr stolz drauf bin, des Jahres küren, die einfach für Genuss steht und entsprechend auch die Pfeife nach außen trägt. Wir sehen auch einen gewissen Trend, dass jüngere Menschen wieder zur Pfeife rauchen und da kann ich sagen, wir werden auch schauen, wie wir das unternehmensseitig unterstützen können. Sie machen ja viel für den Tabakwarenfachhandel, damit der Handel auch gut motiviert, seine Kunden berät. Kann man da noch mehr tun? Mehr kann man immer tun. Mehr kann man immer tun. Natürlich haben wir ein breites Portfolio und dann ist auch immer die Frage, wie unterstützt man welches Produkt oder welche Marke wird eben unterstützt. Aber natürlich kann man in der Tat, um das Pfeifrauchen als solches weiter nach vorne zu bringen, kann man eigentlich immer mehr tun. Das eine ist natürlich, den Handel zu unterstützen, wenn wir gewisse Einverkäufe tätigen und so weiter. Aber das andere ist natürlich, den Konsumenten nicht aus dem Auge zu verlieren, weil letztendlich ist der Konsument derjenige, der ja auch den Pfeifentabak unterm Strich nachfragt und raucht. Und schlussendlich das Geld wieder in ihre Kasse bringen. Und schlussendlich natürlich, klar, dafür sorgt, dass wir einen gewissen Umsatz generieren. Paul Winslow, ein großer Name in der Pfeifengeschichte, aktueller Pfeifenmacher mit wirklich tollen Produkten wieder, bei Ihnen sozusagen unter der Flagge. Und heute gab es eine Paul Winslow Pfeife für die Frau Kirchberger. Die Paul Winslow Pfeife war die einzig richtige Pfeife für Frau Kirchenberger. Frau Kirchberger steht für Genuss und sie steht auch vor allem für Individualität. Und wenn wir in unserem breit aufgestellten Pfeifenportfolio einen Pfeifenhersteller haben, der für Individualität steht, dann kann es nur einen Namen geben und das ist Paul Winslow. Also 5 Sterne für die gesamte Veranstaltung und für die wunderbaren begleitenden Worte. Ihnen weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Danke. Einen Gesprächspartner brauchen wir noch zu dem wunderbaren Event heute, Tabakforum. Die 41. Verleihung der Pfeifenraucherin des Jahres. Also wir sind hier, glaube ich, alle ganz stolz, dass es also auch eine Pfeifenraucherin des Jahres jetzt gibt. Immer verschiedene Awards ausgeschrieben und werden gefeiert. Aber ich denke, das hat was Besonderes, dass man jetzt auch eine Frau hat, die sich zur Pfeife bekennt. Ich weiß, dass der Präsident der deutschen Pfeifenraucher viele Frauen kennt, die Pfeifen rauchen. Aber die meisten davon rauchen bei Veranstaltungen. Aber du wirst uns das, lieber Kurt, und ich darf jetzt kurz zu dir sagen, weil wollen wir nicht verleugnen, dass wir uns so gut kennen, du wirst mir das noch ein bisschen erklären, was das mit dem Pfeiferauchen bei Frauen zu tun hat. Ja, das stimmt schon, lieber Peter. Das Pfeiferauchen bei Frauen ist eine Ausnahme, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit, wobei ich sagen muss, dass bedingt durch die vielen, in den vielen Clubs im VDP, im Verband Deutscher Pfeifenraucher, doch immer wieder Frauen auch sich öffentlich dazu bereit erklären, auch Pfeife zu rauchen und auch in der Männerwelt sehr gut ankommen damit. Die Pfeife ist ja ein Genussmittel. Ich brauche Zeit für eine Pfeife, ich nehme mir die Zeit, ich ziehe mich zurück oder rauche sie mit Freunden. Sind Frauen auch so auf dem Level drauf, dass sie das so gerne machen oder sind wir Männer da ein bisschen anders? Ach, das ist mir so nicht bekannt, ob es jetzt spezielle Frauenclubs gibt, die wie Männerclubs, die genussvoll eine Pfeife, ein Glas Cognac trinken dazu, Pfeife rauchen. Aber bei Frauen sehe ich das immer wieder, dass in den Clubs, in den Pfeifenraucherclubs, wo natürlich die Überzahl Männer sind, muss man so sagen, die Frauen geduldig daneben sitzen, sich an Gesprächen beteiligen, an Diskussionen, auch über Pfeifen beteiligen und sehr ehrgeizig sind, wenn es um Wettstreit geht, langsam zu rauchen. Also da sind Frauen richtig massiv dabei. Du weißt ja alles über Pfeifen, über Tabak. Du weißt auch bestimmt, was Frauen rauchen. Rauchen die Mein Early Morning? Ja,
Das denke ich schon, dass sie den Early Morning nicht unbedingt im Vordergrund haben. Aber weißt du, das ist so, man raucht Tabake, die andere Geschmacksrichtung haben, die nicht so herb sind, die vielleicht auch nicht so nachhaltig in den Gardinen hängen bleiben, und genießt das genauso. Bei Wettkämpfen ist es so, dass jeder die gleichen Tabak bekommt, und da müssen die Frauen dann auch zum Beispiel deinen Lieblingstabak mitrauchen, wenn er dann angeboten wird. Frauen sind aber auch so ein bisschen was mehr mit der Nase. Die Raumnote muss stimmen. Männer auch? Ich erlebe das im Kölner Club immer wieder bei unseren Clubtreffen, dass einige sagen, wir rauchen diese parfümierten oder aromatischen Tabake nicht. Das finden wir nicht gut. Und wenn ich dann wiederum die Treppe hochgehe und erkunde mich beim Verkaufspersonal meines Lieblingshändlers in Köln, dann bekomme ich immer wieder zur Antwort, ja, wenn 90% aromatisierte Tabake kaufen, dann können die sich doch nicht alle irren. Und so kommt es, dass ich sage, oder ganz einfach zu der Meinung gekommen bin, über Geschmack lässt sich wirklich nicht streiten. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, über Genuss lässt sich auch streiten oder auch nicht. Also Genuss dürfen wir alle erleben. Ja, weißt du, die meisten Leute sagen einfach bei einer Zigarre zum Beispiel oder auch bei einer guten Pfeife, da gehört ein Cognac zu oder ein Rum, ich trinke auch gerne Kölsch dabei. Also es kann auch ein gutes Bier sein. Natürlich. Es kann für jeden irgendwas anderes sein, was wir vielleicht gar nicht kennen. Wir wünschen aber allen, die sich auf unserem Kanal dies jetzt anschauen, dass sich ein wunderschönes Pfeifchen anstecken. Vielleicht, wenn sie noch keins rauchen, doch mal probieren. Vielleicht mal in den Fachhandel gehen, mal den Fachhändler fragen, was er denn empfiehlt. Auch eine Pfeife, so schön wie die jetzt hier ist, kostet gutes Geld. Aber es gibt für Einsteiger wunderschöne Sets. Und man kann sich ja mit allem, so wie wir früher vielleicht mal den VW gefahren sind, so kann man sich ja auch in allen Dingen nach vorne arbeiten. Ja, weißt du, wenn ich gefragt werde, was man dann machen soll, was ich empfehle, was ich rate, dann empfehle ich immer, dann kauf doch mal eine Pfeife im unteren Bereich zwischen 50 und 100 Euro, lasse 70 Euro kosten, 60 Euro, 80 Euro, und dann kommt irgendwann die Zeit, dann will jeder Pfeifenraucher, der vielleicht davon in diesem Preissegment schon 6, 7, 8 Pfeifen hat, auch mal ein besonderes Stück haben, ein besonderes Schätzchen, und dann wird er auch bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben und ganz stolz mit seiner Pfeife nach Hause gehen. Also, es lebe die Pfeife. Und hier begann nochmal den Ausspruch von Herrn Eckert von Pfauen auf, der immer wieder sagt, die Jungen kommen nach. Wir haben kein Problem. Es ist natürlich so, dass die nicht in Strömen zu uns kommen, aber der Nachwuchs für die Pfeife ist gesichert. Und dafür wirst du auch sorgen. Ja, also ich erlebe es, wenn ich bei meinem Aufenthalt, wie gesagt, bei meinem Lieblingshändler, dass junge Leute reinkommen, sich beraten lassen und auch mit einer Pfeife nach Hause gehen. Und das ist für mich ein Zeichen. Ich bin vielleicht nicht federführend maßgeblich dafür, über viele Pfeifen, 200, 300 Pfeifen, das haben die jungen Leute bei weitem noch nicht. Aber das Leben ist ja noch lang für junge Leute. Für die jungen Leute. Für die jungen Leute. Wir leben auch noch und leben gut mit unserer Pfeife. Und vor allen Dingen mit dem Genuss. Und vielen Dank, Gott, für dieses Gespräch. Bitteschön, gern geschehen. Danke. Das war Smokers TV, live aus Berlin. Ein wunderschönes Event, ein Genuss-Event mit interessanten Gesprächspartnern. Sie haben das bestimmt alles schon gehört. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann schauen Sie einfach rein bei Smokers TV in der nächsten Woche, übernächsten Woche. Zigarren, Pfeifen, Tabak, unsere Hauptthemen. Natürlich begleiten wir auch alles, was zum Genuss dazu gehört. Weine, Rum und Cognac. Also, schauen Sie rein, hören Sie zu. Das war Smokers TV aus Berlin am 15. März 2018.